Hallöchen, jetzt mache ich das Video nochmal. Ich entschuldige mal die Hintergrundgeräusche, das ist von meinem Drucker. Der ist am Drucken. Ja, ich habe hier meinen Signalgenerator aufgebaut, bis 2 MHz. Ich habe das Oszilloskop, wie der Elektronik ja meint, ich soll das mal zeigen. Das ist hier das Instro-Star, oder wie heißt es, DS205B. Das ist ja etwas älteres Gedöns, aber es funktioniert. Hier ist das B, das hat ein Oszilloskop, ein Spektrumanalyzer, ein Datarekorder und einen Digitalsignalausgang. So, Channels hat es 2, 1 Megaohm, 25, Coupling, AC, 8-Bit, bla bla bla. Könnt ihr ja gerne lesen. Und dann haben wir hier noch was. Ich verlinke auch noch mal den Dings hier zu der PDF hier unter dem Video. Falls das jetzt hier zu schnell geht. Ihr könnt ja Pause drücken, ist ja nicht das Problem. Dann haben wir halt das B mit Kanal 1, Kanal 2, dem 1 Kilohertz, 2 Volt Peak Peak Square Wave Ausgang zum Abgleichen und DDS Output. Für den DDS Output eben die Amplitude und BIAS, Power LED und USB. Das war's eigentlich. So, den mit Logic Analyzer habe ich nun nicht. Und so weiter und so weiter. Gut. Also ich verlinke das. So, ich habe das hier auch schon mal so weit vorbereitet. Und wir sehen jetzt hier, wie man sehen kann, ein 50-Hertz-Signal mit Peak-to-Peak von 9,5 Volt, obwohl es 10,4 sein sollen. Du kann mein Frequenzgenerator halt nicht stimmen oder das Ossi stimmt nicht ganz. Ich weiß es nicht genau, aber es funktioniert. Der DDS-Ausgang funktioniert auch, den habe ich auch schon gekoppelt, und zwar mit Kanal 2. Wenn ich den nämlich anmache, sehen wir, da ist auch nur 50 Hertz, aber den kann ich ändern auf, machen wir mal 53 Hertz. Dann fängt er nämlich an rum zu eiern. Aber er steht eben 52 Hertz hier unten. Dann kann er wieder zurückstellen auf. Nee. Kann man 49 machen. Oder halt 50. Dann kommt das so fast hin. Leider kann ich hier nicht separat einstellen, ob er noch irgendwie einen anderen Modus, Triggermodus nimmt. Nur Kanal 1 oder Kanal 2, leider nicht mit irgendwie noch einem anderen. Leider geht das nicht. Befallende oder Ecke, wie auch immer, das funktioniert alles. Ich kann auch noch mal hochgehen auf 2 Megahertz bei Kanal 1. Machen wir jetzt Kanal 2 aus und das wären dann 2 Megahertz mit 48 Megasamples. Das ist ja okay. Nur weiß ich nicht, wenn ich jetzt auf Square Wave gehe, ob das wirklich so rauskommt oder ob das jetzt vom Ossi kommt. Das ist jetzt über den Tastkopf gekoppelt und nicht mit der BNC-Leitung. Mit der BNC-Leitung sieht es genauso aus. Aber soweit funktioniert das. Dann haben wir ja noch diesen Spektrum-Analyzer, aber mit dem komme ich irgendwie nicht so direkt zurecht.
Ich habe hier schon mal ein bisschen was eingestellt soweit, aber wenn das hier 2 Megahertz sein sollen, weiß nicht, kann man hier Cursor anmachen? Cursor. X-Time. Voltage, schnell. Track. Müsste ja dann, wenn ich das so tue, bei 2 Megahertz sein, ne? 2,14 bis 2,75. Dann müsste die Spitze 2,3 sein. Dann müsste der nächste bei 4, und das passt auch. Also das Signal ist nicht komplett sauber, was aus dem Signalgenerator kommt. Also es hat Oberwellen. Kann ich jetzt so kenne ich jetzt den Begriff. So, wenn ich jetzt mal auf 2 Kilohertz gehe. 2 Kilohertz, dann macht er schon mal gar nichts mehr. Machen wir Cursor raus. Reset. Tut er nichts mehr. Nochmal ins Spektrum hier rein. Müsste das 1 Kilohertz sein? Ja, reicht so. Oder fein Auto, ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt Cursor 1 setze, 2 Kilohertz, 4, kommt noch was, 6 kommt wieder ein bisschen mehr, 8, 11? Ja gut, 11. Oder 9. 9, ach, da kommt noch was. Das ist aber ziemlich wenig. Guck mal das so. Guck mal das hier noch irgendwo. Bisschen so schieben. Und die Spannung war, wie war die Spannung? So, müsste das 2, dann müsste das 4 sein. 6, da ist dann 9. Die passt, die ist schon wieder weniger. 11 ist schon wieder höher. Und dann kommt der Rest. Ja, also wie der hier genau funktioniert, dieser Logic Analyzer oder Spektrum Analyzer, kann ich so direkt nicht sagen. Theoretisch müsste ich jetzt mal ein Audiofrequenz oder irgendwas haben. Oh, 200 Hertz. Was ist das hier? Müssen 200 Hertz sein, ist klar. 4, 6, ja, bei der 8, 1,2 Kilohertz. Ja, also das Signal ist so nicht ganz sauber. Jetzt müssen wir mal gucken, spannungsmäßig. Da noch irgendwas zu sehen ist. Voltage. Da steht in dB, 10 dB. Minus 38, das ist ja schon fast gar nicht mehr zu hören. Naja, wie auch immer das hier direkt funktioniert, das kann man ja vielleicht der Elektronik nochmal zeigen oder sagen, wie auch immer.
Ich habe bisher noch nie damit so wirklich gearbeitet. Ich müsste jetzt wirklich theoretisch ein Audiosignal draufpacken, was von bis geht, bis 20 kHz, um zu gucken, ob das auch wirklich so ist, wie ich mir das vorstelle, aber das glaube ich nicht. Steht was mit Auto. Schade, dass ich mir jetzt hier nicht anzeigen lassen kann, hier Dezibel und hier die Frequenz direkt. Ich weiß nicht, ob das hier noch irgendwo geht. 20 dB Volt Grid, 10 dB Volt. Nein, auch nicht. Magnitud tut auch nichts. Peak Hold. Oh. Omega Reset. Oh. FTT2. Ist das jetzt ein DDS? Was ist das hier? Ich das jetzt verstehen, was FTT1 und FTT2 ist? Millivolt, Volt. Wenn ich jetzt hier dran drehe, tatsächlich. Noch 2 MHz gehe. Da habe ich einen Peak drauf. Muss ich das jetzt irgendwie verstehen, wie das funktioniert? Keine Ahnung, wer weiß. Kann mir ja noch mal einer sagen. Ich weiß es nicht. Ich kann nur Oszilloskop gucken. Ich kann da 2 anmachen und dann Spektrum. Ach, da kann ich das machen. Kanal 2. Sicher hier tatsächlich. Sind wir auch wie viel? 20 MHz? Oszilloskop geht, Kanal 1 aus, Kanal 2. Ist jetzt Kilohertz? Ist noch jetzt 20. Da
kann jetzt nicht keine 2 Kilohertz sein, oder? Das müssten jetzt 10 Kilohertz sein, 100 Kilohertz eigentlich. Eigentlich 100 Kilohertz, oder bin ich jetzt doof? Kann da keine 100 Kilohertz oder was? Ja, ich habe jetzt leider nicht ins Buch geguckt. Mach doch mal 2 draus. 20. Kilohertz? 9 Kilohertz. Vielleicht nur 20 Kilohertz? Nee, 30 Kilohertz? Kilohertz. 60, 70, 80, 90, 190? Das kann nicht sein. Noch 190. Das ist jetzt 1,9 Megahertz. Sechs Megahertz. 6 Megahertz. Wie viel kann der DDS? Jetzt bin ich gespannt. 9 Megahertz. Aber auch nicht mehr so ganz stabil. 8 Megahertz kann er noch. 9 Megahertz. Kann er auch noch. Kann er mehr? 99? Hier müssen jetzt 99 sein. Megahertz. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14 Megahertz kriegt er noch, 14,9. Und da zockelt er schon auf. Also sagen wir mal 15 Megahertz kriegt der DDS hier raus. Aber das dürfte nicht sauber sein. Wenn ich da jetzt reinguck,
Nee. Cursor. Voltage? Nee. Cursor 2, Lichtball. Ja, knapp 15 Megahertz. Aber da ist noch irgendwas mit bei, was er nicht so gerne mag. Und was ist da noch? 2,99 Megahertz. Okay, das soll es eigentlich bis hierhin sein. War gar nicht so meine Absicht, das hier komplett so zu zeigen. Also man kann es benutzen, ich kann es hier auf dem PC, kann ich dann auch mal ein paar Messungen zeigen, wo ich mich sonst immer abgequält habe, auf dem Oszilloskop das irgendwie abzufilmen. Ist ja gar nicht mal so verkehrt. Und Kanal 1 hat jetzt 2,29, 2,31 angeblich. So, naja, gut. Naja gut, das wollte ich nur zeigen, also das Oszilloskop funktioniert, man kann es gebrauchen, es ist brauchbar. Ob dieses Lizard Duo, wie auch immer, ja, ich glaube eher weniger, man sieht es glaube ich schon. Ja, DDS lassen wir noch an. Da machen wir jetzt mal etwa 10 Kilohertz. Aber das habe ich mir schon gedacht, hier, das mit den Visatur, das können die Digitalen halt einfach nicht so besonders. Hier ist nämlich nur noch Dots, ja. Theoretisch könnte ich ja hier eigentlich das ja selber noch gestalten. Ich habe ja gerade zwei Kanäle, aber das kann man ja keinem zumuten. Das hatte ich ja mit meinem Digital-Oszilloskop damals auch, was ja leider einen Software-Crash hatte. Aber das ist das Problem von vielen Digital-Ossis, die kriegen diese XY-Geschichte einfach nicht auf die Reihe. Sagt er hier 0 Hertz, 0 Hertz, XY. Das kann nicht sein, weil ich habe ja 41,8 Hertz auf dem einen und auf dem anderen 1 Kilohertz. Was ist das hier? Dataslänge? Passt ja auch nicht. Tut sich da noch was? Nö. Also damit sowas hier machen, XY, also Lizard Jewel Figuren, wird nix. Das wird nix. Also als Oszilloskop kann man es gebrauchen. Und vielleicht noch Spektrum Analyzer, dass man da noch mal irgendwie ein bisschen was zeigen kann. Das müssten jetzt hier 1 Kilohertz das erste. Und jetzt sind wir bei
Ja, 1 Kilohertz. Kann man da auch hier reinzoomen? Ja. Also es passt schon. Da ist noch eine, da ist noch eine. Also man kann es gebrauchen. Ich weiß nicht, was das hier genau ist. Also ich muss mich da eh noch mal ein bisschen einarbeiten oder so, was weiß ich. Aber es funktioniert, man kann es gebrauchen, ich kann hier was zeigen. Also wenn es noch 20 Megahertz anzeigen kann, das ist ja völlig ausreichend. Meist ist man ja so bei, ja, 10 oder 1 Megahertz oder 2 Megahertz, mehr hat man ja teilweise gar nicht. Gut, das soll dann jetzt erstmal reichen bisher. Ich weiß nicht, wie lange das Video geworden ist. Vielleicht hat es ja dem einen oder anderen gezeigt, dass es funktioniert. Die es wissen wollten, dass es funktioniert und wie es funktioniert. Ich weiß auch noch nicht alles genau. Sieht man ja, ich bin ein bisschen blabla im Kopf. Digital-Ossi ist für mich einfach, ja, eine schöne Spielerei, aber ich mag lieber analoge Ossis. Das einzigste Vorteil ist eben für langsame Geschichten, ist diese Speicherfunktion, dass man das Signal auch sehen kann. Ein Vorteil, was bei analogen Ossis halt nicht geht, bei ganz langsamen Signalen ist es sehr schwer auf analogen Ossis das noch zu erkennen. Gut, aber soweit einfach mal zeigen, es funktioniert, die Funktion hier, Spektrum und Lisazur hat er. Das soll es einfach sein. Ich will jetzt hier auch gar nicht im Großen und Ganzen das alles in die Länge ziehen. Einfach nur zeigen, es funktionierte und man kann es benutzen. Und da bin ich wirklich glücklich drüber, dass ich das geschenkt bekommen habe. Weil wann kriegt man mal ein USB-Oszilloskop geschenkt? Also zumindest habe ich jetzt eins geschenkt bekommen. Habe ich nie mit gerechnet, dass ich das jemals geschenkt kriegen würde. Ich habe schon mal überlegt, mir mal eins anzuschaffen. Allein schon für irgendwie, wenn ich mal Video mache, dass ich das dann auch mal zeigen kann, weil mit Abfilmen ist doof und ein Video oder ein Digital-Oszilloskop mit Speicherfunktion auf Stick oder irgendwas habe ich leider nicht. Oder mit USB-Verbindung oder sowas habe ich leider nicht mehr. Gut, aber jetzt habe ich ja eins, das kann ich am PC benutzen. Das ist doch einmal frei für das meiste, was ich mache, reicht es völlig aus. Gut, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.